Da haben wir uns im Jahr kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt, bei dieser Hochzeit, gell? Also, Jungchor. Also, ja, das war Zeit. Also, Jungchor. Also, es war so, Jungchor. Ich habe im Jungchor gesungen, der Ernst hat ihn geleitet. Ja, ja. Das war sich nicht ausgegangen vom Alter. Danke. Nein, es war eine schöne Zeit damals und da hat ein Freund von uns geheiratet. Nein, ja. Von dir ein Freund und von mir meine Freundin. Also, ja, also die haben Ex-Freundin natürlich. Ja, und wir hatten damals gerade angefangen, einen kleinen Jungchor zu gründen. Und haben leider recht wenige Lieder noch gehabt. Und ja. Die haben gesagt, ihr seid super und ihr macht das und ihr macht eine super Hochzeitsmesse mit den gescheitesten Liedern. Und der wollte damals schon Schauspieler werden. Ne? Ja. Und der hat gesagt, ich inszeniere die Trauung wie ein Drama. Wie ein Drama, das muss was ganz Tolles werden. Und sein besonderer Wunsch war, beim Einmarsch, ja, wünscht er sich ein Marschlied. Und ich habe gesagt, ja, mach mal. Darf ich kurz, folgendes Szenario. Er hat gesagt, alle sollen schon in der Kirche herein sitzen, alle schon drin gesessen, ja. Vorne steht schon die Braut und der Pfarrer. Jetzt haben sie nicht gewusst, heiraten die zwei. Ja. Ja, alle zwei waren in weiß. Ja, also es war, ja. Und unser Zeichen war praktisch, wenn die Tür aufgeht, oder so ein Scheinwerfer oder so von hinten einer gleich, ja, wenn die Tür aufgeht, siehst du nur seinen Schatten. Ja. Ja, und das war unser Zeichen, dass das wir anfangen, ja. Die Tür geht auf und er steht da. Und wir hatten leider nur ein Lied mit diesem Rhythmus und das haben wir halt dann exekutiert. Ja. Meine dunkle Straße und schlage die Trommel dazu. Ich frage die dunkle Straße, ich frage sie immer zu. Dann ist er in der Mitte gestanden. Die Leute waren schon sehr unruhig, haben sie umgedreht. Was ist denn das für ein seltsames Trauungslied? Was fragt er denn die Straße und wir singen weiter? Halt ein, mein Bruder, mach kehrt, mein Bruder, und gehe die Straße zurück. Es gibt einen Weg, der führt dich, mein Bruder, der führt dich ins große Glück. So weit sind wir gar nicht gekommen. Das war die größte musikalische Katastrophe meines Lebens. Ja? Der Vater der Braut hat gesagt, tut's eh schon! Hat den Bräutigam nach vorne geschleift. Ich hab gewusst, aus, jetzt kriegen wir keine Würstel und keine Cola. Dann ist die Trauung so weitergeplätschert. Die Leute haben sich wieder erfangen von dem Schock. Und Gott sei Dank kam man dann zum Trauungsakt, zum berührendsten Moment, wo die Frauen alle zum Flänen anfangen, haben wir dann ein Lied einstudiert, speziell für die Braut. Und das hat super funktioniert, das hat alles wieder gut gemacht. Es war so schön. So schön. Nein, kannst du es noch? Nein, ich sehe, ja, was ja, jetzt ja. War. Das hat wirklich alles gut gemacht. Nur für die Braut, nur für sie. I don't know how to love you. What to do? A man, he's just a man, and I've had so many.